Das Probenahmeteam betritt den Schadensort. In geschlossenen Räumlichkeiten sollten Türen und Fenster nicht geöffnet werden. Somit werden Luftverwirbelungen minimiert und eine Kontaminationsverschleppung möglichst gering gehalten. Das Probenahmeteam bestimmt einen geeigneten Standort für den Rucksack. Es wird eine PI-Plane ausgebreitet, um eine möglichst saubere Arbeitsfläche zu erhalten. Der Rucksack kann nun ausgebreitet werden. Als zweiter Schritt wird der Müllsack an einer Stelle platziert, der für beide Personen zugänglich ist und die beiden Arbeitsplätze separiert. Bei Bedarf wird er mit Gewebeband fixiert. Der Rucksack enthält in beschrifteten Innentaschen alle Materialien, die für eine Entnahme von biologischen Proben notwendig sind. Nach Inspektion der kontaminierten Fläche entscheidet der Probennehmer, auf welche Art er eine Probe nehmen möchte. Er teilt dem Helfer mit, welche Materialien er benötigt. In diesem Fall eine Tupferprobe. Der Helfer entnimmt den Tupfer und eine Ampulle mit steriler Kochsalzlösung aus den beschrifteten Innentaschen. Durch Drehen des Tupferhalters wird das Siegel gebrochen. Die Kochsalzampulle wird durch Drehen des Kopfes geöffnet. Der Tupferkopf wird durch Auftropfen befeuchtet. Beim Arbeiten über dem Müllsack wird abtropfende Flüssigkeit aufgefangen. Der Tupferkopf wird nun mit Zickzack- und Drehbewegungen über die kontaminierte Fläche geführt. Ziel ist, möglichst viel Material mit dem Tupferkopf aufzunehmen. Der Tupfer wird in die Umhüllung gesteckt. Der Helfer bereitet währenddessen ein Etikett mit dem Datum und der Probennummer vor. Dieses wird nun auf die Umhüllung des Tupfers geklebt. Der Tupfer wird nun in einen PI-Behälter abgeworfen, der dann verschlossen wird. Der PI-Behälter bekommt ebenfalls ein Etikett mit Datum und Probennummer. Für das Labor wird der Probe ein unbenutzter verschlossener Tupfer derselben Charge beigelegt. Beides wird in eine Dekonverpackung gegeben. Der Probenbegleitschein wird ausgefüllt. Er wird zu der Probe in die Dekonverpackung gegeben. Die Dekonverpackung wird mit Hilfe der Klebelasche verschlossen. Sie sollte möglichst kein Luftreservoir enthalten. Die Probe ist nun fertig für das Tauchbad am Dekontaminationsplatz.